Recht herzlich willkommen zur 54. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir waren hier unterwegs letztes Mal, haben hier reingeguckt. Glücklicherweise freuen wir den Hundeskrieg gegen Lübeck, okay. Und da ging es darum, dass 100 Leute hier fleischhaftig abgezogen sind, nach da oder so. So, mal gucken. 241 Siedler, okay. Okay, das normal. Und wir sind hier bei wie viel Prozent? Ungefähr 88,5. Ja, das würde bedeuten, wir sollten vielleicht... Oh, wo ist das? War das jetzt hier wahrscheinlich sogar, ne? Genau. Dann standen die ja gerade noch passend da, ne? Die Leute sind da dran, 500, okay. 888, ja, müssen wir gerade noch ein bisschen warten, bis das läuft in dem Sinne, ne? Wie war das hier? Da war Sligo letztens, dass die einen Aufstand machen wollten. Haben wir gebunden. Hier administrative Probleme. Verdammt. Kriegen wir mehr Korruption. Alles klar. Kriegsgrund gegen links der Bumster. Das ist jetzt unser Verbündeter. Oder wie war das, ne? Genau. Und hier eine Händlerklasse. Okay. Und unsere Flotte macht was? 15 Schiffe, 4. Ja. Das Geld wird gerade noch weniger. Das heißt, wir können gerade nicht unbedingt Schiffe bauen. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir da drüben eine Provinz fertig kriegen, damit das Geld nicht zu viel benutzt wird. 903. Und das waren ja, viel weniger. Und das ist 670. Warte, ist das jetzt gestiegen? Ja, um 3. Und hier? Das sind, glaube ich, 4 mehr geworden. Und da? Weiß ich es nicht, weil... Ja. Wir müssen gucken, dass wir hier besser werden. Und dass das schneller passiert, ne? Dass wir dahin das übernehmen... So, gucken wir hier mal rein. Da sind ja noch Truppen, die wir neu formieren können. Okay, da sind wir hier, glaube ich, auch richtig, weil wir jetzt Stufe 10 haben. Offensiv-Fernkampf, Defensiv-Fernkampf, Offensiv-Nahkampf, Defensiv-Nahkampf. Also das ist definitiv eigentlich... Ja. Das ist der Fernkampf. Da sind beide identisch. Defensive Nahkampf. Also ich denke mal, da sollte man die Offensivmoral definitiv da. Defensiv und Offensivmoral, oder? Dann nehmen wir das. Okay. Normandie auch verloren. Das sind jetzt die Ländereien, die wir in Frankreich hatten, ne? Oder auf dem Festland, sagen wir es lieber so. Jetzt ist unser Prestige natürlich total in den Keller gegangen, ne? Ist halt so. Gucken wir mal gerade weiter. Oh, die können wir auch aufrüsten. Und hier ist es schon letztes Mal gewesen. Das passt also wahrscheinlich. Ja, Berater können wir uns gerade nicht leisten, ist klar. Ja, da sind alle unsere Meinungen, sind alle böser Meinung oder was? Ne, geht hier, ne? Oh, Aragorn ist auch gut mit uns, ne? Müssen wir mal gerade gucken. Komm, Bergmann, Braunschweig, Lüttich. Bündnis wäre es aber weit weg, okay. Eingeboren. Okay, das ist super, dass da welche dazukommen. Was bekommen wir hier? Dann wird die Einheit mit der Flotte besser, okay. Und was hätten wir hier dafür? Noch nix, weißt du was? Da schließen wir den Punkt mal ab. Das ist jetzt nicht so toll hier.
Schiffsbedarf geändert, okay. So, jetzt ist das fertig hier, ne? Gut. Und da geht's jetzt weiter. Bürokratie kommt, Steuereinnahmen global und das nächste wäre Baukosten. Okay. Das ist jetzt nicht so. Schatzmeister gestorben, auch nicht so dolle, aber ist halt so. Das ist Stufe 14, wo es dann weitergeht, ne? Wir haben 10 jetzt. Das ist dann 11. Und hier auch 11. Und da in der Mitte haben wir schon 14. Freier Berater ist klar. Okay, das läuft. Gucken wir mal nach Übersee. Ja, jetzt haben wir einen Kredit aufnehmen müssen. Waren wir nicht schuldenfrei? Ich glaube, wir waren schuldenfrei bis auf den einen Kredit. Na, genau. Okay, dann ist das jetzt nicht so gut. Da können wir was machen. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich möchte den Kredit auch gleich wieder loswerden. So, das waren jetzt hier schon reichlich, ne? Fast 50%. Gehen wir nochmal mit der Stabilität runter. Die müssen wir uns irgendwann wieder kaufen. Und hier sind wir fast fertig. 967. Und hier... Und die wachsen, glaube ich, schneller wie die anderen, ne? Und hier ist ja auch ein Dingens drin, während der dann nicht drin ist, ne? Ich glaube, wir gehen da jetzt mal gerade rüber. Wir haben nochmal 20% Monarchie verloren, alles klar. Gut, ja. Das müsste jetzt bald fertig sein. 975. Das kann also nicht mehr lange dauern. Bis das dann da übernommen ist. 78, das waren jetzt 3, die dazu kamen. Okay. Gut, ach, da oben sehen wir das ja sowieso. Hier gibt es eine neue Debatte. Gucken wir uns die doch mal an. Vorrecht auf Kolonien verleihen. Koloniewachstum plus 20%. Das hört sich natürlich cool an. Unterhalt Festung, Festungsverteidigung. Also ich nehme das oberste, ne? Da ist zwar Kolonist bei, aber diese 20%, die sind's. Armeetradition möchte ich nicht verlieren. 41 Dukaten verlieren wir da. Marine-Tradition. Diplomatische Macht, ja, das machen wir. Sind wir schon bei 26. Legitimität sind 5%. Was haben wir hier oben noch? Diplomatische, ja, komm nochmal weg. Armeetradition hatten wir, ne? So ein paar Dukaten noch. Das war Legitimität. Zack, machen wir nochmal Legitimität. Jetzt haben wir schon 93%. Sollten wir das mit 41 Dukaten erkaufen noch? Also passt 42. Ja komm, zack, das ist wichtig, dass wir das kriegen. Prestige ist gestiegen. Kolonie selbst erhalten. Okay. Neufundland. Alles gut. Norwegen ist kein gültiger Rivale. Ja, jetzt ist es da schon fertig, ne? So, das ist schon erledigt. Aha, das ist jetzt... ein Neufundland. Ist jetzt nicht mehr unsers, in Anführungsstrichen, ne? Also nicht mehr Kerngebiet. Gut, was haben wir hier jetzt? 867 und dort 582, super.
Wie sieht's mit dem Geld aus? Oh, das sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Wir haben noch 4 11 Miese. Kann das sein? Haben wir. Das ist nicht schön. Britisch-Grönland. Britisch-Island. Das ist Großbritannien. Das ist Neufundland. Fisch gibt's hier. Ja. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das soweit immer hinkriegen, dass wir die füttern, ne? Was haben wir denn hier noch? Stalin wird bald fällig, ja, aber das kriegen wir auch gar nicht gerade gedrückt, das ist das Schlimmste. Und das ist der Beraterplatz, ne? Ja, genau. Keine möglichen Rivalen, okay. Okay, das ist dann schon mal klar. Ach so, wir sind ja auch gar nicht, das ist ja gar nicht. Wir müssen hier hin. Alles klar. Frankreich. Wir haben jetzt einen Händler mehr, okay. So, jetzt ist hier Neufundland neu gegründet in dem Sinne. Das gehört auch dazu. Ja. Entdeckung. Was haben wir denn entdeckt? Ah, da hinten haben wir was entdeckt. Sehr interessant. Gut, aber da ist es jetzt erstmal auf dieser Seite wichtiger weiterzumachen. Ja, oh nein. Okay, haben wir die geschlagen da? Und was haben wir hier? Hilfe leisten. Ja, so viel Geld haben wir gar nicht über. Das heißt, das machen. Das ist das. Das ist auch bald fertig. 936 Siedler. Und dann ist die Frage, was wir als nächstes machen, ne? Wahrscheinlich nichts, weil wir erstmal Geld brauchen, ne? Weil wir da wieder mit Finanzen so schlecht unterwegs sind, wie man sieht. Das runter ist es auch nicht. Wie sieht's mit der Korruption aus? Die steigt wahrscheinlich, oder? Ne, Korruption wird ausgerottet. Korruption ist aktuell 0,05. Ja, die sind wir gleich los, ne? Ne, hier ist es gleich fertig. Da gibt's Fälle, okay. 961 ist es da. Ist die Frage, was wir dann machen. Ne? Was sind der, wer besetzt hier denn Utrecht? Okay. Das ist Utrecht, ne? Ja. Ja. Unsere Flotte. Können wir uns nichts weiteres leisten erstmal. Das lassen wir mal so stehen. Ja, da können wir alles schön durchblättern hier. 212, okay, das wird besser. Oh, jetzt sogar nur 086. Und da drüben ist die Kolonie aber noch nicht fertig, oder?
Wie weit ist denn das hier? Aktuell 0,0. Das heißt, wir geben da jetzt auch nichts rein, oder? Oder sehe ich das falsch? Das können wir jetzt dann vielleicht mal nach da schicken, oder? Hier sind das jedes Jahr um. Nee, das ist dann nicht. Wir müssen schon die bekämpfen, ne? 0,02. Das ist schon zu viel. Ja, lassen wir so. Kolonie ist selbst erhalten und ist auch gleich schon weg, ne? So, jetzt gehen wir mal mit der Truppe eine Runde weiter. Ach, guck mal, da ist schon die erste Einheit gekommen. So, jetzt musste man überlegen, was machen wir als nächstes? Ach so, wir sollten vielleicht da oben erst hingehen, ne? Wie viel haben wir denn hier? 832. Da haben wir jetzt gewonnen. Jetzt müssen wir erst gucken, dass wir den Kredit loswerden, ne? Kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist jetzt der beste Weg. Wir machen jetzt kolonienmäßig erstmal nichts. Und wenn die fertig ist, die Kolonie, dann gehen wir da hoch, machen die noch. Und dann schauen wir hier weiter auf Dauer, ne? Okay. Dann haben wir das erstmal geklärt. Geld wird mehr, 82 da oben. Wir haben noch einen Berater frei. Zollwert, oder? Ja, ich glaube. Wir nehmen den Zollwert, oder? So. Jetzt gucken wir mal hier nochmal rein. Was ist denn mit unserer Aufgabe hier? Das ist immer noch nicht so ganz so klar, was wir da machen müssen. Ziel. Wenigstens eine Provinz in Nordostamerika ist im Besitz von Großbritannien. Koloniebevölkerung mindestens 400. Das ist doch schon längst erledigt, ey. Was soll man da tun, um das zu machen? Wir müssen eine Basis etablieren und davon profitieren. Die Basis haben wir aber schon lange da, Mann. Hier erhöhen wir mal gerade die Stabilität um 1, das macht Sinn. Die fordern die Unabhängigkeit. 0%. Ja, da ist klar. Da können wir nichts machen. Hier ist jetzt der Untertan gefragt, ne? Der ist 100% zufrieden und von dem kriegen wir 29 Cent. Freiheitsstreben ist 13%, also es geht. Neufundland hat sich dann auch noch um 30% geändert. Ja, sehr schön. Sehr nett, dass die mit uns da sind. Entlasst einen eurer Kolonialuntertanen. Ne, das wollen wir nicht machen. Schwerpunkt für alle setzen. Unterstützen. Thank you.
Ja, machen wir das erstmal, oder? Können ja ihre Truppen mitschicken, ne? Eine haben sie ja schon. Wie weit sind wir jetzt hier? Fast fertig. 970, das kriegen wir gerade noch hin. 131, dauert noch ein bisschen mit dem Geld. Wie viel ist es denn, was wir da monatlich? Oh, 443, das geht jetzt schon. Wächst die Korruption, ist die Frage. Nein, das haben wir im Griff. Korruption wird immer noch ausgerottet. Und das um 0,6. Das bedeutet, das können wir noch runter. Das lassen wir mal so stehen, ne? Was haben wir da? Ah, die Korruption steigt jetzt dann doch. Okay. Dann müssen wir das doch nochmal ändern. Okay, jetzt lassen wir es so. So ist gut, ne? So, die Kolonie ist selbsterhaltend. Das war unser Ziel. Wir rutschen darüber und senden da auch einen Kolonisten hin. Hätten wir eigentlich schon eher machen können. Gucken gerade hier rein. 5 Taler sind das. Oder fast 5,5. Das ist schon was. Das haben wir schon wieder abgetreten an unseren Untertan. Da ist der Kredit verlängert worden. Naturwissenschaftler ist gestorben. Läuft, ne? Die Frage, wie viele Truppen die da jetzt noch dann mehr kriegen auf Dauer. Mal gucken, ne? Ja, aber ich würde sagen, für die Runde soll es dann auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.